Einen wunderschönen guten Tag, hier ist wieder euer Herr Arbeit und heute zu einem neuen Video zu Clash Royale. Ihr seht's ja hier, ich habe mein Kampfdeck, mein Mega-Deck auf, denn wir haben diese neue Herausforderung, diesen neuen Modus Mega-Deck und dementsprechend habe ich hier eins erstellt. Das ist von dem Jonas, das Deck, das er erklärt hat. Wer denjenigen nicht kennt, der kann ja mal gucken. Der ist hier auch auf YouTube. Also ich habe das einfach mal 1:1 kopiert, habe mir mal angeguckt, was er dazu so gesagt hat. Und ich sehe gerade 1:1 kopiert, stimmt gar nicht. Denn wir müssen noch eine Karte ändern, nämlich wir haben hier den Elektrodrachen nicht drin. Und jetzt sollte das stimmen. Wir probieren damit mal, ob wir damit klarkommen. Ich meine, klar, man muss die Karten kennen, man muss damit spielen. Ich bin jetzt auch nicht so der extreme Clash Royale-Spieler. Ich spiele das zwar jetzt seit 3 Jahren und ja, täglich schon, aber immer so ein Match, 2 Match, halt vielleicht 4, 5. Kommt mal drauf an, was der Tag so gibt, damit man halt eben die Truhen offen hat und etc. und alles so dran. Und ihr seht hier oben, 3 Tage, 19 Stunden sind jetzt noch Zeit und ich habe zum Beispiel hier gerade überhaupt gar nichts offen. Das ist egal, probiere das Megadeck aus. Das ist jetzt hier das Jonas-Deck, wie gesagt, das probiere ich jetzt mal aus. Habe damit noch nicht gekämpft und gucke mal. Und ich weiß nur, wir haben zum Cyclen halt die Fledermäuse und hier den Schneeball. Und wir haben drinnen den Golem. Spiele ich fast nie, deswegen, das könnte interessant werden, als Verteidiger einen teuren Packer. Da sind wir auch mal gespannt, wie das funktioniert. Grabstein für Rambock. Für, ja, auch Schweinereiter, Widderreiter. Müssen wir mal gucken. Ja, zum Angreifen haben wir halt eben Widderreiter, Banditin, um schnell viel Schaden zu machen, ne? Auch der Holzfaller nie verkehrt. Gift anstelle vom Feuerball. Ja, müssen wir dann gucken, wie das so wird und ob ich damit überhaupt klarkomme. Aber man muss es natürlich beherrschen. Einerseits halt eben mit so vielen Karten auf einmal zu spielen, noch nicht gemacht. Und andererseits natürlich auch das Deck, das der Jonas in seinem Video vorgestellt hat. Quatschen wir nicht lange weiter. Ich mache jetzt das Intro ab und gleich danach starten wir unseren ersten Kampf. Ich hoffe, dass wir das schaffen, hier die ganzen 3 Kämpfe hier jetzt relativ zügig über die Bühne zu kriegen. Also, viel Spaß! So, da sind wir auch schon in unserem ersten Kampf drin. Für alle die jetzt das nicht kennen, ich spiele generell Free-to-Play, also ich bezahle dafür nichts für die Karten. Und wir sehen, wir haben jetzt hier natürlich einen mit bei, der hier komplett auch gewartet hat. Ich warte ja auch immer noch ab, mal gucken, was der jetzt hier so bringt. Es ist natürlich insgesamt relativ blöd, dass ich starte, sowohl mit allen meinen... ach verdammt, na, das ist ja ärgerlich hier. Ich habe den Finger abgerutscht. Jetzt habe ich hier mein Gift da unten hingesetzt. Das ist natürlich richtiger Mist. Den wollten wir ja so nicht. Naja gut, starten wir halt schon mal total beschissen. Wir werden unseren ersten Turm hier gleich verlieren. Ja, aber gut. Das kennen wir ja, das Problem. Oh, er spielt Inferno-Turm. Es werden wohl viele spielen. Das hat auch schon der Jonas gesagt in seinem Video. Dann müssen wir mal gucken, was das Ganze hier dann im Endeffekt so bringt. Ja, sollen sie mal alle machen. Jetzt haben wir hier den Drachen natürlich mit drin, der jetzt unseren Königsturm da angreift, den anderen. Aber ihr seht, wir kommen jetzt gut zum Aufholen. Dann müssen wir ein bisschen aufpassen, ne? Wir haben gut viel Elixier noch hier unten. So, gucken wir mal. Dann haben wir natürlich hier den Flammenmagier bei Kyra, okay. Ist jetzt alles erstmal nicht so das Problem. Ja, der verkackte Gift am Anfang, das nervte mich schon ungemein. Ja, aber gut.
sind wir da ganz entspannt. Auch nicht verkehrt. Den Feuerball habe ich jetzt nicht gerechnet. Oh, das ist auch nicht schlecht. So, würde ich sagen, kommen wir jetzt mal hier. Meine Erdbuben lachen da unten. Wir haben volle Elixier, also eigentlich alles ganz easy. Auch wenn er das jetzt hier relativ gut gemacht hat, mit dem Inferno-Turm, den da hinzusetzen. Aber da bin ich immer noch relativ entspannt unterwegs. Der Inferno-Turm, der sagt jetzt auch auf Wiedersehen. Und wir haben ja das Glück, dass wir Blitz noch mit bei haben. Klassischer Schweinereiterangriff, auch logisch. Ja, funktioniert ganz gut, würde ich sagen, dieses Deck. Das macht auf jeden Fall gut Laune. Und hat damit richtig gut die Möglichkeit, den Gegner permanent unter Druck zu setzen. Ihr seht's ja, funktionierte beim ersten Mal schon mal ganz ordentlich dafür, dass ich mehrere kleine Fehler so eingebaut habe. Ich meine, klar, man muss sich mit dem Deck erstmal auseinandersetzen und dann halt dieses Gift dann anfangen. Also wenn man so vier Elixier schon gleich mal irgendwo in die Ecke rinzimmert, ärgerlich. Ja, erster Kampf, erster Sieg, läuft. Wunderbar, was kriegen wir? 500. Was kriegen wir hier? Arena 13, Arena 13. Okay. Ja, probieren wir gleich mal aus die zweite Runde. Oh, standardmäßig beginnen wir. Probieren wir mal gleich von Anfang an ein bisschen Druck auszuüben. Okay, er kommt über links. Das interessiert mich jetzt überhaupt gar nicht erstmal. Wir gehen jetzt mal... So, okay. Das war interessant. Okay, das ist sehr, sehr interessant, was hier gespielt wird. Ja, da können wir ja noch ganz entspannt hier weitermachen. So, jetzt setzen wir mal einen Grabstein. Oh, der zieht natürlich nicht den, den ich falsch gesetzt. Das ist natürlich ein wenig ärgerlich. Jetzt fällt unser Turm. Schade auch. Da kommt ein Feuerball, okay. Ah, doofe Karten. Rotation hier. Tja. Gut, er wird jetzt probieren, wie ihr ja schon seht, hier unten auf die drei Türme zu gehen. Gucken, dass wir hier vielleicht noch einen schönen Schneeball reinkriegen. Genau so hat er sich das vorgestellt. Na, Wunderbärchen. Nina läuft doch gut. Jetzt kommt da über die andere Seite noch mit. Gut, soll er probieren. Machen wir mal. Und lassen ihn mal hier in der Illusion, dass das was bringt.
Oh, der spielt nicht schlecht, also... Das wird jetzt ganz, ganz interessant. Tja. Knappe Kiste. Spaß gemacht. Wunderbar. Waren dann halt doch so zwei, drei Kleinigkeiten, die ich wieder falsch gemacht habe, gerade in der Verteidigung. Rakete hat er noch in der Hinterhand gehabt. Da hat der Jonas zum Beispiel gesagt, bringt nicht so viel Rakete, würde er nicht, macht zu wenig Schaden für zu viel Elixier. Also wer da drüber nachdenkt. Aber wenn man so nimmt, zwei Kämpfe, zwei Siege. Ja, scheint ja zu funktionieren, auch wenn man sozusagen sich überhaupt gar nicht mit den Karten auskennt oder sich vorher da irgendwelche eine Platte drüber. Also ich spiele es einfach nur so. Ich habe mir, glaube ich, anderthalb Kämpfe angeguckt, wie das gespielt wird. Oder wie er gespielt hat. Und wie gesagt, guckt euch mal das an. Und entscheidet da selbst, ob das was für euch ist. Oder eben nicht. Beispiel hier ist so die Frage, hätte ich jetzt auch nicht geguckt, wie handhabt er das, wenn Ballon gespielt wird. Ihr seht jetzt, mein Turm ist da schon fast runter, ohne dass ich jetzt überhaupt irgendwie die Möglichkeit hatte, dagegen irgendwie jetzt vorzugehen. Müssen wir mal gucken. Aber gut, lassen wir erstmal ganz entspannt unseren Schuh hier durchspielen. Oha, okay. Golem gegen Golem. Das wird jetzt ein bisschen interessanter. Könnt ihr ja mal probieren, auf der anderen Seite nachzuziehen. Okay. Auch nicht gut, auch nicht schlecht. So rum zieht er gut mit ab. Aber alles noch im Rahmen. Wir versuchen den Packer vorzusetzen, obwohl oft gesagt wird, den behalten wir eigentlich als Verteidiger. Dann müssen wir da mal gucken. Okay, da kommt jetzt die Rakete. Die war jetzt natürlich teuer. So. Erstmal alles weg. Fledermäuse auch weg. Die bringen jetzt nicht so viel. Und dann wollen wir mal jetzt unseren Angriff hier aufbauen. Jetzt müssen wir auch mal verteidigen kurz. Oh, mit Gift. Sehr gut. Ja, auch ein gutes Deck. Kann man auf jeden Fall nicht meckern. Aber Gift haben wir auch. Und wir haben natürlich noch einen kleinen Holzfäller mit bei. Schade, kommt durch. Wie gesagt, er hat ja hier noch seine blöde Rakete. Das heißt, wir müssen jetzt wirklich hier versuchen, mit dem Packer zu verteidigen. Gift hat er auch, das wissen wir. Versuchen wir ihn ein wenig unter Druck zu setzen. Funktioniert gut. Also drei Siege in drei Spielen. Habt ihr ja gesehen, gar nicht verkehrt. Ja, mit Fehlern, aber ja, funktioniert. Dementsprechend werde ich mal den Kanal, wer jetzt Jonas nicht kennt, ich meine, der hat aktuell Aufrufe von über 10.000 pro Video und Abonnenten in den 75.000, also der braucht das am wenigsten, ist jetzt auch Quatsch, aber wie gesagt, da
werde ich ihn mal verlinken am Ende hier des Videos. Ihr seht es auf jeden Fall auch mein Kanal, könnt ihr auch mal abonnieren. Ich bin jetzt nicht der Clash Royale YouTuber, war jetzt zweimal ein Video innerhalb von wenigen Tagen. Einfach mal aus Lust und Laune. Ich hoffe, das Video hat euch auf jeden Fall gefallen. Lasst einen Daumen nach oben da, hilft mir, tut euch nicht weh, abonniert den Kanal, wenn ihr wollt. Und rechts seht ihr auf jeden Fall noch zwei andere Videos. Herr Arbeit bedankt sich fürs Zuschauen, sagt Tschüss und bis zum nächsten Mal. Ach Quatsch, zwei andere Videos seht ihr gar nicht, fällt mir gerade auf. Ich habe ja Jojonas hier verlinkt. So ist das. Bis zum nächsten Mal.